Na hey, ich bin AJ, willkommen zurück hier auf meinem Kanal und bei Blazing Weeks. Die Sonntagsfolge, die Folge des vierten Adventes. Ich wünsche euch einen wunderschönen vierten Advent. Bei mir ist es doch mitten in der Woche, der Donnerstag nämlich nach wie vor. Die letzte Folge ist ein bisschen kürzer geraten, da haue ich die nächste hier gleich mal hinterher. Da habe ich sie hinter mir. Rein von der Produktivität her, nicht vom Spiel. Das Spiel finde ich toll. Schwer, aber toll. So, Möwe wieder? Wir nehmen die Möwe wieder, ne? Finde ich ja eigentlich gut soweit. Ein bisschen schlimm ist es mit dem Enterhaken halt. Der hat eine gute Reichweite, aber das Rangeziel ist echt anstrengend. Weil man da... Das ist so ein bisschen wie diese Gravitätswaffe. Die friemelt ja auch die ganze Zeit mit den Leichen durch die Gegend. Wir haben einen Schlüssel, den nutzen wir direkt mal gleich. Ja. Ach du Scheiße. Ja, direkt mal einen explodieren lassen. Gott, das will... Schön sachte, habe ich gesagt. Wir arbeiten und wir haben auch schon wieder bloß noch ein Leben. Wenn wir hier ganz sachte vorgehen, uns einen nach dem anderen rausfriemeln. Das erinnert mich gerade voll an Zelda. Oh, aber das wisst ihr ja noch gar nicht. Die Folge mit dem Enterhaken hoch, jetzt habe ich es doch verraten. Die kam ja noch gar nicht bei euch. Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Da es jetzt schon der Sonntag ist, könnte sein. Na egal. So. Wie sieht's hier aus? Das Herz aus Gold. Eine Münze, wenn du Schaden erleidest. Toll. Das heißt, ich bekomme eine Münze und bin dann tot. Ist ja auch klasse. Ja, nee. Ansonsten, wie war eure Woche? Meine ist noch nicht ganz rum, aber den Sonntag, den ihr jetzt schon habt, da werde ich auch definitiv frei haben. Und da geht's ins Kino zu Star Wars bei mir. Star Wars, The Rise of Skywalker oder so. Hinterlassene Artefakte verschwinden nach 5 Sekunden. Also ich weiß nicht, die ersten 3 und vielleicht sogar 6 Teile kriege ich akzeptiert von niemandem Artefakte bis zum nächsten Gebiet. Die ersten 3 bis 6 Episoden. Die hatte man dann doch schon relativ gut im Gedächtnis. Die ersten 3 ja sowieso, weil man so 5 Milliarden Mal geguckt hat. Und die anderen, die quasi dann Episode 1 bis 3 oder sowas, dann ein bisschen weniger, aber immerhin nichtsdestotrotz noch relativ gut, weil die sind auch schon ein bisschen älter. Und jetzt die neuen 3 nicht so, muss ich sagen. Also seit Disney das Franchise übernommen hat, bin ich irgendwie der Meinung, die bringen zu viel. Was einerseits natürlich toll ist, hier von wegen Rogue One, war eigentlich ganz lustig. Mit Mike Madsen unter anderem. Aber die bleiben irgendwie nicht so im Gedächtnis, weil zu viel zu schnell nacheinander kommen, ist meine Meinung dazu. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt, um dann noch anständig mitzufiebern und mitzuhypen und 5 Millionen Mal die Filme anzugucken. Meistens gucke ich so Filme eigentlich bloß 2 Mal, wenn überhaupt einmal im Kino, wo es dann leider Gottes auf Deutsch ist. Und dann... Vorsicht. Und dann nachher zwangsweise noch, beziehungsweise Interesse halber noch direkt in englischem O-Ton. Weil das gehört dazu. Weil wenn ich die Schauspieler sehe, wo wir gerade bei Mike Madsen sind, dann will ich die auch hören. Also gerade Mike Madsen. Also wer Mike Madsen noch nie im Original Englischen gehört hat. Ich habe keinen Artefakt eingesammelt. Ja, ich habe doch... Ach so, nee, Quatsch. Scheiße, der nimmt ja die Runde noch nichts. Kleiner violetter Laser oder leere? Leere. Wir nehmen mal Fragezeichen. Oh, komm. Ja, super. Ist das die ich denke? Ich glaube, das ist die ich denke. Von wegen hier, ach nee, es war die Kristallkanone. Das dürfte jetzt hier die sein, die diese Kugeln absetzt. Nee, doch nicht. Ist genau die ich dachte. Alles klar, ich habe nichts gesagt und bin froh und versuche das Thema wieder aufzugreifen. Das ist sogar der stärkere von beiden, ne? Glaube ich. Nirgendwo reinlatschen, dankeschön. Mike Madsen, wer den nicht kennt, Death Stranding, der böse Wissenschaftler. Ja. Der auch im zweiten Trailer zu sehen war. Also nicht Norman Reedus, sondern der andere. Der James Bond Bösewicht und der von Adams Apple. Und wer den Film nicht kennt, der soll den unbedingt gucken. Adams Apple, das ist Kult. Den müsst ihr gesehen haben. Das ist ein richtig schön schwarzhumoriger. Hier verschwinden schon wieder die Artefakte, kann das sein? Warte mal. Hinterlassen Artefakte verschwinden schon 5 Sekunden, alles klar, scheiße. Habe jetzt nicht so drauf geachtet. Das Herz brauchen wir, ne? Ah, alles klar.
Wollte ich jetzt sagen. Adams Äpfel, müsst ihr unbedingt gucken. Ist wie dänische Delikatessen, bloß nicht ganz so eklig. Und wer dänische Delikatessen nicht kennt, der muss auch das unbedingt gucken. Das sind so Filmklassiker aus den 90er Jahren. Und ja, nein, Mike Madsen, also den müsst ihr gucken. Im Original Englischen, genau wie Samuel L. Jackson, lispelt der ein bisschen sehr. Ne? Samuel L. Jackson hat ja auch das totale Lispeln eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob es Charakterrolle war, dass er gelispelt hatte bei zum Beispiel Kingsman. Aber ich glaube, so ein natürliches Lispeln hat er... Ah, scheiße! Schon wieder vergessen. Hat er auch so drauf. Die ganzen schönen Artefakte. Aber ich glaube, das war das gerade wieder mit der Bombe gewesen, ne? Ja, dann können wir da auch gut und gern drauf verzichten. So. Jetzt habe ich auch völlig den Pfad verloren. Also, Star Wars gehen wir gucken und da bin ich schon... ich freue mich drauf, also jetzt nicht als Star Wars so im Speziellen, sondern Kino. Kino macht doch ab und zu auch mal wieder ein bisschen Spaß. Ich gehe nicht oft. Das letzte, was ich gesehen habe, war S2. Der hat mir gut gefallen. Vor allen Dingen von den Schauspielern her auch. Und ansonsten vieles noch nicht geguckt. Joker, nee, oder war Joker der letzte? Joker oder S2? Eins von beiden habe ich im Kino geguckt. Eins von beiden habe ich zuletzt im Kino geguckt. Im Kino geguckt habe ich sie beide. Aber welcher war der letzte? Keine Ahnung. Ist auch anscheinend nicht wichtig. So, hier, guck mal. Jetzt nehmen wir dich mal direkt mit, bevor du verschwindest. Chance auf weniger Gegner in gesperrten Gebieten. Und die Eisfähigkeit. Nehmen wir den ganzen Scheiß hier mal mit. Sehr schön. So, was war denn das jetzt hier gewesen? Chance, dass deine Waffe Ladehemmung hat. Na toll. Glückwunsch. Gott sei Dank kommt jetzt ein Shop, den ich sag, da ist er schon. Anstatt ein weiterer Gegner. Boss oder so. So, schön der Reihe nach. Da kann gar nichts schief gehen. Ja, rennt einfach in die verdammte Säure rein. Alles klar. So, Shop Nummer 1. Mal gucken, vielleicht kriegen wir wieder einen zweiten heute. Wäre natürlich super. So, was haben wir denn da? Füg deine LP zu deinem maximalen MP zu, aber nicht mehr als 3. Ach komm, 6 jetzt, ehrlich? 6, tatsächlich. Wahnsinn. Was haben wir denn noch? Chance, mehr Münzen zu erbeuten. Senkt allerdings die Chance, um Herzen zu finden. Das finde ich nicht so gut. Lehrbuch. Chance, dass deine Schüsse doppelten Schaden verursachen. Das ist cool. Und der Eimer. Boss hinterlassen mehr Beute, wenn Spieler im Bosskampf keine LP verlieren. Ja, okay, wir nehmen es mal mit. Ohne große Erwartungen zu haben. Granatwerfer kannst du vergessen. Fragezeichen kannst du vergessen. Die Waffe ist okay, die behalten war. Chance, mehr Münzen zu erbeuten. Senkt Herzen. Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gerade jetzt können wir gerade 3 Herzen gebrauchen anstatt 3 Münzen. Explodiere woanders, du Penner, ey. Du hast mir schon die Daily Challenge wieder versaut gehabt, ey. Ja, das ist geil. Mit erhöhten kritischen Schaden quasi. Kann man einfach mal doppelten Schaden machen. Das ist cool. Das ist richtig geil. Das gefällt mir. Wäre schön, wenn ein Indikator dran wäre, wenn es denn gerade der doppelte Schaden ist. Das fände ich nicht schlecht. Wir haben einen Schlüssel, wir nutzen den Schlüssel. Dizzy meint, die kann man bringen immer nicht wirklich viel. Bin ich anderer Meinung. Komm, wir haben 3 Herzen. Da können wir mal eins benutzen und bekommen gar nichts. Alles klar. Und das versuchen wir jetzt auch nicht mehrere Male. Weil ich kenne mich. Wenn mich einer kennt, dann bin ich das. Komm, jetzt müssen wir erstmal auf den achten. Ach komm, lass es. Hör auf mich zu hauen, du blöde Sau. So, und den lassen wir diesmal in Ruhe. Siehst du, manchmal gehen die hoch und manchmal nicht. Das gibt's nicht. Der Laden verkauft keine Waffen mehr. Ist mir egal, wir haben eine gute Waffe. Jetzt haben wir leider keinen Schlüssel mehr, das ist schade. Also gehen wir hier weiter. So, jetzt Herzen werden jetzt richtig toll. Herzen werden jetzt einfach mal toll. Ach siehst du, die explodieren auch, wenn man sie noch gar nicht angehauen hat. Also der da oben ist gerade gefährlicher als der Stier. Obwohl der Stier natürlich auch kacke ist. Aber der lässt einen wenigstens in Ruhe, wenn man nicht zu nah rangeht. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Na super. Na, was meint er? Ob wir mit einem LP Knorri besiegen? Ich wage es ja zu bezweifeln. Bis dahin wäre es nämlich schön, wenn wir da noch was hin würden.
Oh ja, explodiert bitte irgendwo da hinten. Danke. Ausgezeichnet. Das hat ja auch super geklappt. So, Münze. Du kannst 5 Sekunden lang nicht schießen, wenn du Schaden erlitten hast. Okay, ist mir jetzt gerade egal. Waffe freigeschaltet. Kette. Die gelben Gegner. Ich habe nicht mehr auf den geachtet. Mann, ey. So läuft das hier, weißt du? Was ist denn heute mit unserer Familien-WhatsApp-Gruppe los, ey? Das ist ja unglaublich. Kaum hat meine Schwester Urlaub vor Weihnachten, weißt du, da postet die bloß noch Bilder, wie sie entspannt am Frühstückstisch sitzt um 13 Uhr, ja? Ach man, na gut. Puffus. Puffus heißen die. Ja, das ist ein guter Name für Puffus. Urin, Gestank, Penner, Drecksack wäre auch schön. Na gut, wiederholen. Ein kleines Ründchen geht noch. Das kriegen wir hier auf jeden Fall heute noch hin. Ah. Und au! Was ich richtig geil finde, wäre ja, falls jemand das was sagt. Also es gibt ja so eine Haptik-Westen. Ja. Soll heißen, wie so ein Motion-Controller, nicht Motion-Controller, wie so ein Vibrationscontroller, wie die Vibration an einem Gamepad, ja, dass wenn du Schaden erleidest oder so, dann vibriert nicht der Controller, sondern bekommst du ein Ding in die Magengrube. So. Ich glaube, das könnte ich ganz gut gebrauchen. Verdoppelte Chance auf mehr erbeutete Herzen. Sehr schön, das hätte ich vorhin gebrauchen können. Also das wäre ganz geil. So eine Haptik-Weste, die kann ich mir richtig geil vorstellen. Ich stell dir vor, du kriegst hier irgendwie so ein Videospiel Schaden und dann kriegst du direkt ein Ding in die Nieren, ja. Ich stell mir da großes Lernpotenzial vor. Lernen durch Schmerz. So, jetzt stirb, Junge. Darf ich dich auch mal treffen? Dankeschön. Sehr gut. Lernen durch Schmerz. Oh, hier nehmen wir Münzen heute. Meine Güte. So, weiter geht's. Doch, dann muss ich mir direkt, eigentlich müsste ich mir eigentlich mal aufschreiben, dass ich daran denke, mal zu gucken, was so eine Haptik-Weste kostet. Die sind relativ teuer, glaube ich, aber den Spaß könnte ich mir gönnen. Na, Junge, wo hast du die ganzen blauen Flecken her? Ja, ich habe Call of Duty gespielt. Oder so. Explosives Gold. Hinterlassene Münzen explodieren, wenn sie verschwinden. Das dürfte nicht vorkommen, denn ich bin ein sehr gewissenssicher Einsammler. Meistens. Deaktiviert deine aktive Fähigkeit. Ja gut, alles klar. Da habe ich absolut nichts dagegen. Die brauchen wir gerade eh nicht. Ach ja. Ja, noch irgendwas. Sonntag. Lass mich doch mal in Ruhe. Das ist der... Herz. Das ist der 4. Advent. Das heißt, Weihnachten steht vor der Tür. Ich habe schon erwähnt gehabt, Weihnachten ist bei mir eigentlich ein ziemliches Hassthema. Weil es sinnloses Rumsitzen und Futtern ist. Ein schönes Hatz. Ein schönes Hatz, beziehungsweise etwas Positives dazu. Am 23. hat Desidius Geburtstag. Ja. Da müsst ihr ihm alle gratulieren. Das ist mal klar. Das ist nämlich schon morgen. Für euch ist es morgen oder so. Mein Gott, ist Weihnachten echt bloß noch vom Sonntag an 2 Tage hin. Das ist ja schrecklich. Also bei mir ist ja wie gesagt noch Donnerstag. Aber lang ist auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz. Hier habe ich die Kröte gesehen. Ich wusste es. Sind hier noch mehr Kröten? Alle Kröten sagen hier. Ich sag Kröte, du sagst hier. Kröte? Schade. Fall nicht drauf rein. Oder sind alle tot? Das kann auch sein. Weg hier. So, Herzchen. Dankeschön. Bossgegner? Nein, wir wollen noch mal zum Shop oder so. Das wäre schön. Da ist einer. Das ist super. Convenient, 3 Ausgänge heute mal. Meine Güte. Au. Drei Ausgänge hier. Haben wir das überhaupt schon mal gehabt? Außer der Geheimgang? Weiß ich gar nicht. Nein, da will ich nicht lang gehen. Hier will ich lang gehen. Zum Shop. Auf und davon. So, bekommen wir die Gelegenheit, die Waffe auszutauschen. Das sieht gut aus. Oh, Herzen. Oh, und guck mal hier, noch mehr Herzen. Sehr schön, dann nehmen wir unsere Lieblingswaffe. Und dann kann das weitergehen. Schön, tolle Folge, muss ich ja sagen. Tja, voll. Da sieht das Ganze doch schon gleich ganz anders aus. So, Herzchen brauchen wir nicht. Sehr schön. Was bist du? Deaktiviert deine aktive Fähigkeit. Schon wieder.
Das ist ja unglaublich. Heute wollen sie uns alle dazu bringen, die aktive Fähigkeit nicht zu nutzen. Wir haben zwei Schlüssel. Wahnsinn. Wahnsinn. Ach du Scheiße. Ja toll, die sterben doch eh alle von sich selbst hier. Erstmal schön die ganzen, das ganze Zeug vorbeilassen hier so. Ach Gott. Verdammtes. LP, sehr schön. Verdammtes Gebüschwerk, was hier gerade so im Weg war. Ah, schön, das Herz ist weg. Wie schnell verschwindet denn das verdammte Herz? Da habe ich gar nichts dagegen, ne? Es ist, kam mir gerade komisch vor, dass das Herz so schnell verschwunden ist, aber egal. Weiter geht's. So, jetzt dürfte langsam aber sicher mal der Boss kommen. Sehr schön. So gehört sich das. Einfach mal alles explodieren lassen und dann ist da Schicht im Schacht. Halt, hier haben wir noch eine Kröte. Ich sehe es genau. Und jetzt offen, alles klar. Mit 6 LP in Richtung Kröte ist schon mal schön. Das kann nur besser werden. Aber unser Augenmerk liegt natürlich darauf, Knochi zu besiegen. Und zum zweiten Mal in meinem Leben dann mal in Level 3 anzukommen. Das wäre ganz cool eigentlich. Ach ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also Weihnachten ist auf jeden Fall Familienzeit. Mal gucken, was dann... Also ich muss am 24. übrigens arbeiten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns ist da aber nach wie vor eine ganz normale Schicht. Danach geht es dann direkt, direkt zu meiner Oma. Wo meine Mutter dann schon mit dem Zug angekommen ist. Und eventuell sogar schon den Weihnachtsbaum angeschmückt hat. Also das Anputzen, das machen wir, das ist immer so eine Familienaktion, wenn dann so ziemlich alle da sind. Aber meine Mutter wird dann wahrscheinlich schon mal anfangen, damit das zum Kaffee dann fertig ist. Beziehungsweise nicht zum Kaffee fertig ist, sondern angefangen ist. Und ich mache dann abends fertig. So, diese Fähigkeit macht dich 3 Sekunden lang unverwundbar. Sehr gut. Nachladegeschwindigkeit und Schussrate. Du kannst keine Fähigkeiten aufsammeln. Ist mir jetzt gerade mal so ziemlich egal. Okay. Warum konnte ich jetzt meine Fähigkeit nicht einsetzen? Hä? Ich habe was, womit ich meine Fähigkeit nicht einsetzen, nicht aufs... Ich habe was, womit ich keine Fähigkeit aufsammeln kann, aber warum kann ich die jetzt nicht einsetzen? Habe ich da noch was aus dem letzten Level? Deaktiviert ein Alles klar. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Meine Güte. Ja, so ist das. Meine Güte. So, wie sieht's aus? Was hast du? Was hast du da? Chance auf weniger Gegner gesparten Leveln, Chance auf mehr Erbeute. Größere Laser wie so bei Eisharpune. Nehmen wir mal die Klingenkanone mit. Die wäre jetzt bei Knochen eigentlich ganz gut, ne? Eisharpune. Die kenne ich noch gar nicht. Deswegen lassen wir das mal. Wir klauen uns mal. Wir klauen uns mal die Klingenkanone. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlicher, aber egal. Oh, blauer, roter Ballon. Isle of Derry, sage ich dazu nur. Au. Ja, gib mir das Herz, dankeschön. Ich wurde natürlich schon wieder mal unabsichtlich getroffen. Ist ein bisschen laut, während die Klingenwaffe aktiv ist. Nachdem du Schaden erlitten hast, werden alle LP über 1 als Herzen hinterlassen. Das ist doof. Das ist doof. Das ist richtig doof. Da muss ich meinen ganzen Scheiß wieder einsammeln. So, die Klingen sind insofern schön, weil die haben nicht nur einmal die Chance auf Schaden, sondern mehrere Male. Das heißt, wenn man vorbeischießt, kann es sein, dass das nochmal wegrekuschiert und dann ist gut. Okay, die Kammer hatte ich selber noch nie gehabt. Also, es kommt darauf an, so viele Ziele wie möglich gleichzeitig zu treffen. War jetzt gerade halt nicht der Fall. Mit dieser Dreier-Schrotflinte von hier wäre es natürlich am besten. Hatten wir aber noch nie gehabt. Also Desidius hatte schon auch schon 2-3 Mal diese Kammer. Aber ohne Erfolg, was das Ganze angeht. Ah, du... Der dämliche Wurm. Jetzt bist du tot, sehr schön.
Und du auch. Ausgezeichnet. Verringert Lauftempo, Nachladegeschwindigkeit. Nee, das will ich nicht haben vor Knorri. Ohne Mist. Waffenschaden. Ach nee, ey, komm, ey, ich will ihn einfach bloß besiegen heute mal wieder. Das wäre nicht schlecht. Kommt mir jetzt schon ziemlich wenig schadig vor die Waffe. Ah, Geist! So, da hinten lauert jetzt der Geist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen negativ. Aber was willst du denn machen? So, sind alle tot? Na, Gott sei Dank. Wenn du den nächsten Level betrittst, es sei denn, du hast nur noch ein LP, gibt es minus ein LP. Da, nee. Nee. Einfach mal, nee. So, was macht denn der Knochen? Ah, ist mir egal, ich komme nämlich nicht hin. Der Knochen war bestimmt was ganz Tolles, Schlechtes. Ah, Geist! Mann, ey. Das ist jetzt gerade so ein bisschen doof. Mit dem Geist, beziehungsweise mit der Klingenwaffe. Wenn ein Gegner durch deinen Schuss getötet wird, fällt eine Bombe. Auf dich. Ich habe mir das anders vorgestellt. Bisher waren die Bomben eigentlich ganz gut soweit. Finde ich. So, jetzt kommen wir mit 5 von 6 LP, alles klar. Au. Ah, die hätte ich fast nicht gesehen, aber nur fast. So, was war denn der Ballon schon wieder? Nachdem du den Schaden hattest mit all deinen EP bei hinterlassen, das ist doof, wie gesagt. So, wir versuchen es nochmal in Richtung vielleicht doch noch eine Shop. Hier ist gar kein Ausgang. Ach doch, da. Ah! Okay, da war es wirklich negativ mit den Granaten. Okay. Ja, getötet von Explosion. Da sehen wir mal eine. Desidius hat es auch mal geschafft, von Unbekannten getötet zu werden. Wodurch bist du denn da gestorben? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach so, stimmt. Durch so einen negativen Effekt von dem Artefakt, was du aufgesammelt hast. Stimmt, was irgendwie was mit minus 1 LP gemacht hat. Der hat es bloß noch eins. Na gut. Ja, nee. Dann wäre es das hier heute gewesen mit der Sonntagsfolge, mit der vierten Adventsfolge von Blazing Weeks. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche einen schönen weiteren vierten Advent. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.